Das ist übrigens der gleiche meditative Anlass, wie wenn man mit dem Auto durch die Gegend fährt. Einerseits der scheinbare universale Geborgenheitsuterus, in dem man sitzt, in der Schaukel des Seins, und gleichzeitig fliegt man, wird man transportiert durch die Raumzeit im Verfließen, im Vorübergleiten des Bewegten, dass man mit Abstellen des Denkens einfach so betrachtet in seiner Unfasslichkeit.